Mein Name ist Jasmin Afschar und ich bin Kuratorin am Aargauer Kunsthaus. Kuratoren, die machen Ausstellungen, ganz einfach gesagt. Das geht aber natürlich in ganz unterschiedlichen Bereichen. Hier sind wir im Kunstmuseum, also machen wir Kunstausstellungen. Und so ist eigentlich der Background der Kuratorinnen und Kuratoren hier am Haus, ist meist ein Kunstgeschichtestudium. Es gibt ganz unterschiedliche Ausstellungen. Hier machen wir Ausstellungen mit historischer Kunst, mit zeitgenössischer Kunst. Wir machen thematische Ausstellungen, Gruppenausstellungen, Einzelausstellungen. Und je nachdem verändert sich natürlich auch die Arbeit, meine Arbeit als Kuratorin. Also es ist etwas ganz anderes, mit einer zeitgenössischen Künstlerin eine Ausstellung zu entwickeln. Da arbeitet man ganz eng auch zusammen. Oder dann eine historische Position aufzuarbeiten. Da ist man vielleicht eher als Detektivin unterwegs, sucht Werke, sucht Informationen, sammelt, bis man eine schöne Werkauswahl zusammen hat, die dann in der Ausstellung gezeigt wird. Ja, unsere Ausstellung Kosmos Emmer-Kunz wurde Corona-bedingt verschoben und da geht natürlich die Arbeit nicht normal weiter. Und da gibt es eine, ja, man weiß nicht, lustige, spezielle Geschichte. Die Künstlerin Lauren Juden, das ist eine junge kanadische Künstlerin, die in Berlin lebt, hat geplant, hierher zu kommen, nach Würenlos, um da mit dem Stein aus der Würenloser Grotte zu arbeiten. Da ging aber mal halt natürlich nichts mehr einige Monate, nichts mit Reisen. Und wir saßen dann zusammen im Projektteam und mussten uns den Kopf darüber zerbrechen, wie wir nun den Stein aus der Grotte nach Berlin bringen. Und plötzlich schickt man keine Kunstwerke mehr herum, sondern Steinproben. Meine Arbeit als Kuratorin ist eigentlich immer ganz unterschiedlich, nie das Gleiche. Es kommt extrem darauf an, in was für eine Phase ich gerade in einem Projekt stecke. Also wir arbeiten ja immer projektbezogen von einer Ausstellung zur anderen. Und das fängt an mit Recherche am Anfang, dann viele Abklärungen. Man muss Geld beschaffen. Wir kommunizieren, recherchieren, suchen mit natürlich den Künstlerinnen und Künstlern. Das ist ein ganz wichtiger Teil, jetzt vor allem für mich, die im zeitgenössischen Bereich arbeitet. Zu den meisten Ausstellungen bringen wir auch Publikationen heraus. Die sind ganz wichtig, weil sie einerseits ermöglichen, die Themen und die Fragestellungen, die wir in den Ausstellungen aufgreifen, zu vertiefen und zu kontextualisieren. Publikationen bieten auch die Möglichkeit, diese Themen, die man behandelt hat, über die Dauer der Ausstellung hinaus zugänglich zu machen und auch über den Ort, also über den faktischen Museumsbesuch hinaus, was vor allem in den letzten Monaten sich als sehr wichtig erwiesen hat. Also in einem Museum eine Ausstellung zu entwickeln und zu organisieren, ist definitiv keine Einzelgängerarbeit, sondern wir arbeiten da sehr stark im Team zusammen. Das ist das eigentlich so. Fazit ist das Kommunizieren, Austausch, extern mit Kunstschaffenden oder intern im Team eigentlich so den Großteil der Arbeit bildet. Ja, wenn man so ganz lange auf einer Ausstellung hingearbeitet hat, ist sicher der Moment des Installieren, des Aufbaus nicht nur sehr spannend und intensiv, sondern halt wirklich auch sehr schön, weil da nimmt, was man so in Theorie vorbereitet hat, in irgendwelchen Plänen und geschrieben hat und konzipiert hat, nimmt halt wirklich Form an. Und dann sind wir in den Räumen, arbeiten mit den Werken, mit den Kunstschaffenden. Da gibt es auch immer wieder mal hektische Momente. Und es ist sehr spontan und sehr intensiv und das gefällt mir schon sehr gut. Mit der Vernissage ist es nicht vorbei, weil das Vermittlungsprogramm, das Begleitprogramm ist mindestens so wichtig natürlich. Und auch da sind wir als Kuratorinnen und Kuratoren sehr aktiv dabei und überlegen uns, was sind interessante Formate, was gibt es für Veranstaltungen, Gespräche und so weiter zu den Ausstellungen. Das geht also quasi immer weiter.